Zwei NASA-Astronauten müssen womöglich noch monatelang an Bord der internationalen Raumstation im All ausharren. Denn noch immer hat die Raumkapsel Starliner von Boeing Probleme. Die US-Raumfahrtbehörde ist besorgt, dass Butch Wilmer und Sonny Williams damit nicht sicher auf die Erde zurückkehren könnten. Die beiden waren am 5. Juni als erste Crew mit dem Starliner zur ISS geflogen. Ursprünglich sollte diese Testmission nur 8 Tage dauern. Wegen Problemen mit dem Antriebssystem verlängert sich ihr Aufenthalt nun immer weiter. Möglicherweise können die Astronauten nun tatsächlich erst im Februar 2025 mit der Dragon Crew von SpaceX zurückkehren. Und zugeschaltet ist mir der Astronaut und Physiker Professor Ulrich Walter. Herr Professor, wenn mir einer erklären kann und uns mit verständlichen Worten, was da passiert, dann Sie. Was ist die genaue Ursache für die Probleme am Starliner? Das ist ja so ein wiederverwendbares Raumfahrzeug von Boeing. Ja, das Problem sind die Antriebe, und zwar für die Orientierung der Kapsel. Beim Wiedereintritt muss man die Kapsel in eine bestimmte Orientierung bringen, Lage bringen, damit sie beim Wiedereintritt wirklich glüht, also dass das Schutzschild vorne anfliegt. Und das muss natürlich gesichert sein. Jetzt sind 5 Antriebe von 28 ausgefallen. 4 davon konnten wieder reaktiviert werden. Aber das Problem und die Frage ist, was war das Problem? Und die Antwort nach mehreren Wochen lautet, es waren Teflondichtungen. Und jetzt sagt Boeing, naja, das ist kein Problem, ob da 5 ausfallen oder nicht, und die kriegen wir sowieso wieder hin. Wir kriegen die Kapsel mit den Leuten so und so runter. Aber jetzt sagt die NASA, nein, wir wollen absolute Sicherheit. Wir möchten sicherstellen, dass alle Antriebe funktioniert, und deswegen schaut nochmal genau nach. Und übrigens hat sie jetzt gesagt, wir überlegen, welche Alternativen es gibt, um die Astronauten wieder zurückzubringen. Ja, was heißt das denn jetzt für den Zeitplan? Wie und wann können die dann wirklich zurückkommen? Und ganz ehrlich, wie gefährlich ist die Situation da an Bord? Da sind ja jetzt auch 6 statt 4 Astronauten, womöglich über Monate. Ja, also wir haben 2 Optionen. Das eine ist, die NASA sagt, ja, ist alles in Ordnung. Die Antriebe funktionieren eigentlich wirklich und die Astronauten können sicher mit ihrem Starliner zurückkehren. Wenn die NASA zum Ergebnis kommt, und das wird sie jetzt bis in der nächsten oder in 2 Wochen, dann wird sie sagen, wir werden mit dem nächsten Flug von SpaceX, die sogenannte Crew-9-Flug, werden wir nicht 4 Astronauten nach oben schicken, sondern nur 2. Und die werden dann am 24. oder 25. September an die Raumstation andocken. Bis dahin muss der jetzige Starliner abdocken und in der Atmosphäre ohne die Astronauten verglühen. Und die jetzigen Astronauten werden dann in diese Crew-9-Flug Kapsel, also von SpaceX, einsteigen und dann wieder zurückfliegen. Wann der Rückflug sein wird, wissen wir noch nicht. Das kann bis Februar oder sogar März nächsten Jahres dauern. Also das Ganze würde sozusagen dann mit einer neuen Crew, die in einer kleineren Kapsel, sagen wir so, in einer Kapsel mit weniger Leuten hochfliegen, um dann die 2 wieder zurückzubringen. Also das wäre eine Option. Ich bin mir nicht sicher, was passiert. Es kann sein, dass die Leute so lange da oben bleiben müssen und dann würden sie die Aufgaben übernehmen, die die anderen beiden Leute, die nicht hochfliegen können, machen würden. Das ist jetzt meine Frage, wie es da weitergeht. Also statt einer Woche mehrere Monate in der ISS. Aber das ist jetzt eine eher untechnische Frage. Wie bestreitet man denn da den Alltag? Wie ist die Versorgung? Und ja, können die 2 Astronauten überhaupt das ISS-Team auch inhaltlich unterstützen? Ja, das können sie schon. Sie sind ausgebildete Astronauten. Die beiden sind mehrmals geflogen. Also wissen, und sie waren beide auf der Raumstation. Sie kennen das alles. Sie sind allerdings nicht ausgebildet für alle Experimente auf der Raumstation. Aber sowas lässt sich dann auch on the fly machen. Also während sie oben sind, kann man sie in die Experimente einführen. Also sowas geht. Aber das ist unschön. Hier sehen wir ja die beiden. Also sind 2 sehr erfahrene Astronauten. Das muss man schon sagen. Und ich kann Ihnen gleich sagen, die machen sich da oben keinen dicken Kopf darum, wie sie runterkommen. Sie wissen nämlich, dass sie gut runterkommen. Denken Sie daran, dass alle Astronauten, die bisher zur Raumstation fliegen, ich spreche jetzt nicht von Weltraumtouristen, sondern Astronauten, normalerweise 6 Monate da oben sind und arbeiten. Deswegen wäre jetzt eine Verlängerung bis Februar, März jetzt nichts Unübliches, jedenfalls nicht in der Länge. Was nur unüblich wäre, ist, dass die sozusagen statt einer Woche 5 Monate da oben wären. Aber das ist im Prinzip machbar. Das Essen, also die Nahrung, ist ja vorhanden, denn es sollten ja 4 hochkommen. Aber denken Sie daran, das muss nicht stattfinden. Es kann sein, dass die NASA sagt, ja, Boeing, wir glauben euch, diese Kapsel ist sicher.
und unsere beiden Astronauten können zurückkommen. Dann werden sie allerdings bis zum 24. September zurückkommen müssen, weil nämlich diese neue Kapsel, die jetzt von SpaceX kommt, genau an diesem Dockingboard andocken muss. So, ich habe alles verstanden. Ganz herzlichen Dank für Ihre Erläuterung. Und naja, am Ende müssen wir alle und natürlich die Astronauten dort oben erstmal abwarten. Das wissen wir noch nicht, Professor Walter. Bedanke mich ganz herzlich nach München. Ich grüße Sie zurück.